da das G29. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Also momentan fahre ich noch Tastatur. Ja, man sieht das nämlich, weil das alles so ein bisschen hakelig ist. Ja, ich weiß. Ich gebe mein Bestes. Ja, alles gut. Aber warum geht denn der so weit rein? Das ist ja Wahnsinn. Also das Latest Follow, mit das muss ich... Mit Ausrufezeichen Stream... Streams? Oder wollen wir Stream nennen? Biege nach links ab. Willst du Multistream machen? Ein Multistream habe ich ja schon. Der ist ja schon mit drin. Achso. Ausrufezeichen Stream sieht man dann halt alle Streamer, die bei uns halt aktiv sind. Ja. So, Ausrufezeichen Spedi haben wir. Was war ein Ausrufezeichen Info denn noch? Biege nach links. Taipan regnet gerade. Ja. Für Minecraft wollten wir das ja anders machen. Wir wollten das ja nur ab. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, in meinem Overlay ist. Das mit dem Latest Follow, das schaut scheiße aus. Ja, du musstest das noch ein bisschen nach hinten rücken. Ja, ich hab's mitgekriegt. Aber hast das ist mein. Erstellt oder selber, was? Machen lassen. Das habe ich selber gemacht. Selber erstellt oder machen lassen. Das habe ich mir heute selber gemacht. Okay. Für das ist gar nicht so schlecht geworden. Oh, sieht gut aus. Schubst den mal da vorne. Nee, also erstellen lassen nicht, weil dann wird es schön aussehen. Du solltest mal tanken fahren, ne? Ja, alles mit der Ruhe. Naja, 242 Kilometer kommt. Ja, notfalls kommt der ADAC. Nee, aber ich. Ja. Nee, ich finde für Ding, für selber erstellt, so auf so in der Mittagspause finde ich es gar nicht so schlecht, das Overlay. Ja. Lieber mein Kram alle da nehmen. Ja, Donations brauche ich nicht. Habe ich auch nicht so. Ja, und ein paar so Späßchen halt noch rein, wenn man einer folgt oder so weiter. Aber da habe ich dann morgen in der Mittagspause Zeit. Ja, für den Chatbot kann ich dir eigentlich Streamer Chatbot empfehlen. Also der ist ja. Ein Chatbot? In Streamlabs Chatbot. Okay. Also den benutze ich momentan. Ich habe jetzt, was habe ich jetzt drin bei Stream? Stream Elements bin ich. Also ich bin momentan bei Stream Elements. Mit dem Ding komme ich eigentlich relativ gut klar. Was habe ich denn eigentlich in meinem Chatbot alles drin? Ah, ich habe so viel drin, ich müsste da... Ja, da muss... Da wenn einer mal Zeit hat irgendwie, da muss ich mir das alles mal einstellen. Aber heute nicht mehr. Aber ich sag mal, für eine Woche sieht es relativ gut aus. Ja, da muss man auf Laden hier bei mir. Da muss mein Welcome Script laden, da muss die ganzen Commands laden. Okay. Ja, ja. Ist ja nur auch schon eine ganze Liste geworden. Ja, erst habe ich gar keine Ahnung davon gehabt. Das habe ich so nach und nach angeeignet.
Ja, ich auch. Also ich habe jetzt auch, jetzt habe ich erstmal zugestreamt, dann bin ich jetzt mal Ding, jetzt habe ich mal ein Overlay und jetzt kommt da mal der Chatbot. Also Stück für Stück. Bis jetzt. Wenn du mal einen Facebook-Raum brauchst, dann kann ich die auch noch machen. Jo. Nee, es sieht relativ gut aus. Nee, und das wird jetzt noch mein Video fürs heutige YouTube-Video. Die Fahrt jetzt gerade. Schön mit Regen. Ja. Regen ist immer gut. Nee, ich hoffe, dass morgen das Lenkrad kommt. Dann muss ich das wieder installieren. Dann macht der Logitech alles automatisch. Ja, ich weiß. Das Einzige, was da noch mal knippig wird, die Einstellerei für sich hier. Ja. Aber das werde ich hinbekommen. Sicher nicht. Aber bei Logitech ist es ja das Schöne, das wird ja vom Spiel schon anerkannt. Ja. Ist ja nicht so wie bei meinem Low-Budget-Ding hier, was ich habe, wo du dann erstmal alles einstellen musst. Ja, nee. Nee, auf das Logitech freue ich mich. Ich hoffe, dass das morgen kommt. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte ja auch mal eins, aber das habe ich immer zerrückt. Okay. Es ist natürlich blöd. Ja, da hat es dann immer geknackt und dann war die Sicherung weg und die Ritzel kaputt. Ach, ist das. Und das ist schon eigentlich recht schwer, sowas kaputt zu machen, aber irgendwie war ich da ein bisschen im Knatter und naja, so war es dann kaputt. Ja, kann passieren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Also ich definitiv, ich meine mal, das was ich jetzt habe, ist nicht schlecht. Es ist zwar im Preis, weil es Leistungsverhältnis von 90, zwischen 90 und 100 Euro. Und funktioniert, es tut seine Gänge, aber wenn das wirklich mal die Hupe hoch machen sollte, dann kommt eben. Ja, du musst sagen, das Ding, das G29 hat jetzt auch 170 Flocken gekostet. Auch nicht gerade die billigste Baustelle. Ja, aber dafür hast du dann was, ne? Das stimmt. Aber das Logitech, was ich vorher hatte, das war ja aber irgendwie Formula, ja, schieß mich tot eins, und die hatten noch keine, die hatten noch Plastikzahnräder drin. Das, was das G29 hatte, schon mit Teilzeichen drin. Okay. Also die kriegst du nicht so schnell kälte. Nee, ich habe mir auch die Handschaltung dazu bestellt. Das freue ich mich schon. Den Shifter dazu, ja. Ja. Kannst du mal 24 Gänge durchschalten. Ja, genau. Ich habe bloß ein 12-Gang-Getriebe. 6-Gang ist besser. Krieg ich immer gesagt. Ja. Ich weiß. Es kommt jetzt dann mein Scania-Truck. Deswegen sammle ich hier momentan die Kohle. Weil es kommt dann jetzt ein schöner Scania. Aber ich finde meinen auch nicht schlecht. Also ich finde, ich weiß nicht, was du sagst, aber ich finde meinen nicht schlecht. Das sieht cool aus. Also ich finde jetzt meinen nicht schlecht. Also Volvo. Ja. Nee, jetzt brauche ich noch ungefähr, naja, bis 400.000 fahre ich und dann baue ich mal einen Scania zusammen. Naja, wenn du mal ein bisschen Zeit hast, kannst du ja mal bei Runzelbirn reingucken. Dann kannst du auch mal ein paar Videos angucken von mir. Okay. Wir werden ja automatisch gespeichert und das von gestern ist auch noch drin. Mhm. Nee.
wo ich mit meinem MAN unterwegs war. Oh, MAN wäre auch was Schönes, ja. Nee, ich werde mir jetzt auch alle, also mit der Zeit jetzt auch alle LKWs holen, also von, immer nach und nach. Jetzt habe ich ja den Volvo komplett hoch, jetzt will ich den Scania hoch. Also an alle LKW-Typen holen. Hashtag Hund. Ja. Der Mann weiß, wie es geht. Ich oben. Jeder spürt Nein, mit Werbung. Ausfahrt rechts. Ja, da steckt aber auch ein Haufen Arbeit dahinter, ne? Was denn? Weil das Video müsste ich ja dann auch schneiden. Ich muss ein bisschen Spaß an der Sache haben, oder? Nö, das Video wird eigentlich ein Let's Play-Video einfach. Also wenn ich jetzt dann das Video jetzt dann fertig geladen habe, dann wird es einfach ein Let's Play-Video und fertig. Ich werde dann noch ein Video aufnehmen, wie ich dann den LKW zusammenbau, das wird noch ein eigenes Video werden. Aber das kommt ungeschnitten rein. Okay. Natürlich, das wird so ein Let's Play Video, da ist wurscht. Da finde ich alles easy. Das sehe ich auch nicht so dramatisch. Musik muss aber rausnehmen. Ui, Marcel, jetzt haben wir einen Faller. Dankeschön. Hey. Vielleicht werde ich das heute gleich noch machen, wenn ich jetzt die Kohle zusammen habe. Dass ich mir jetzt meinen Scania noch zusammenbaue. Macht das. Gib mir mal ein Bastelset kaufen. Ja, so von Revell, oder? So ein Bastelset von Revell. Ja. Kannst du dir ein Relay holen, dann kannst du es schon mal üben. Ja, gut, das ist eh klar. So ein kleines Bastelset mit den American-Flaggen, weißt? Ja. Ne, das werde ich dann noch zusammenbauen. Das Video ist jetzt einfach so ein Let's Play. Und dann passt es. Eins habe ich gelernt bei YouTube, also was ich immer erzählt habe bei YouTube, ist ja das, dass du theoretisch, du musst ja öfters rein, dass du in der Suchleiste höher kommst. Ja. Haben sie mir erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Und der hat auch den Commander Hut drinnen. Ja. Bitte rechts halten. Aber die KI fährt mal ab und zu so einen Scheiß zusammen. Das ist der Wahnsinn.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Tipp 32% aller Zuschauer, die ein Highlight gesehen haben, kehren. Nimm die Ausfahrt rechts. Innerhalb einer Woche bleibst du zurück. Erstelle ein Highlight. Gestern echt 3 Stunden und 1 Minute. Was denn? Ich sage euch, gestern 3 Stunden und 1 Minute online. Ui. Ja, ich war gestern auch ein bisschen online, ja, aber ich hab Ding mit Kumpels gezockt gestern. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich muss den Raimund ja ein bisschen die Chance lassen, dass er mich wieder aufholt. Nicht, dass er komplett die Krise kriegt, wenn ich komplett davon ziehe. Mach mal, du hast Zeit dafür. Weil er sich ja gerühmt hat, dass er auf 6000 Kilometer herangekommen ist. Da war ich noch jung. Ja, ist eh klar. Pipapo. Jetzt werden die Momente auch noch ETS oder was? Ich würde heute auch noch runterfahren. Ja, gut. Aber mal gucken, entweder eine große Runde oder 2 oder 3 kleine Runden. Ja, ich mache jetzt bloß die Runde fertig hier, die kleine, und dann werde ich auch noch eine große starten. Demnächst links abbiegen. Hast du da jetzt die ProMods 2.42 drinne oder? Oder ist das normal? Biege nach links. Was denn? Bei mir? Ja. Nee, sind keine Pro-Mods. Ich fahr Singleplayer. Nee, und die kannst ja auch im Singleplayer fahren. Oder? Nee. Wenn die Pro-Mods kannst nicht Singleplayer fahren. Na klar. Ja. Okay. Ja, dann mache ich das. Dann steige ich dann um. Nee, ich hab gemeint, mit den Promos kannst du nur Multi spielen. Nee. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr 2. Ausfahrt nehmen. Ja, das müssen wir dann noch schnell erklären, wie ich dann rein switche. Aber dann musst du ja nicht Truckers MP starten, oder? Nee. Nee. Biege nach rechts ab. Ja, warte, jetzt muss ich kurz parken, dass das Video vorbei ist, dann kann ich das Video stoppen hier. So, einmal parken. Bin mal kurz weg, eine Minute.